So, herzlich willkommen zur Brucker Wattstunde, die Folge 4712. Lange nichts gemacht. Ich möchte mal wieder sagen, uns gibt's noch. Wir haben halt in der Corona-Krise auch uns eingeegelt und sind nicht viel durch die Gegend gefahren. Darum gab es da nicht wirklich viel Interessantes zu berichten aus meiner Sicht. Ich bin jetzt auf ein Thema gestoßen, das vielleicht viele bewegt, das Thema Laden. Viele haben ja jetzt in der jetzigen Zeit sich neue Autos bestellt, sind neu in die Elektromobilität, die herzlich willkommen hier auf dem Kanal, weil mein Kanal richtet sich natürlich an euch, um euch ein paar Sachen zu erklären, die vielleicht nicht von Anfang an durchsichtig sind. Und einen Post habe ich jetzt gesehen, der hat gepostet, Hilfe, ich habe einen Kona 38 bestellt und der kann jetzt gar nicht mit 7,4 Kilowatt laden, wie mir der Verkäufer versprochen hat, sondern nur mit 3,6, weil es gibt eine Schieflast und er hat einen einphasigen Lader und ist das überhaupt, habe ich mein Geld zum Fenster rausgeschmissen. Ich möchte hier ein paar Worte dazu sagen. Das erste ist mal, wir haben auch ein Fahrzeug mit einem entsprechenden Einphasenlader, das ist der bekannte Ioniq, der lädt hier bei uns im Haushalt auch nur mit 3,6 Kilowatt, er könnte theoretisch auch 6,5, es wird aber in Deutschland verhindert wegen der Schieflast, weil es nur ein Einphasenlader ist. Technisch ist das jetzt nicht so wichtig, warum das so ist, nur die erste Aussage ist, meine Frau fährt diesen Wagen, die benutzt ihn vollumfänglich für ihr tägliches Geschäft und wir haben noch nie vermisst, dass er zu Hause schneller laden konnte. Wenn wir den normal benutzen, wenn wir normal zur Arbeit pendeln, dann muss er zweimal in der Woche geladen werden. Einmal machen wir das am Wochenende und dann ein zweites Mal am Mittwoch und dann hängt er so 4 bis 6 Stunden dran und dann ist der wieder voll. Der hat zwar noch einen kleineren Akku als der andere, aber das ist bei dem Kona nicht viel anders. Also man fährt halt irgendwie so seine 150 bis 200 Kilometer runter und hängt man den dran. Wenn man jetzt mehr fährt, dann wird es nur kritisch, wenn ich den wirklich einmal im Tag ganz leer fahre, dann muss der nämlich die vollen 8 Stunden dranhängen und dieser 38er Kona wird ungefähr so 11 bis 12 Stunden brauchen, wenn er wirklich ganz leer ist und ganz voll ist. Ich denke aber nicht, dass die Leute das in aller Regel haben. Wenn man wirklich so viel fährt, dann ist es vielleicht das falsche Auto, aber ich glaube nicht, dass die Leute so viel fahren. Wenn man jetzt trotzdem was verbessern möchte, dann kann man ein paar Sachen tun. Das erste ist nochmal beim Energieversorger fragen, ob er einem die Schieflast erlaubt. Dann darf man nämlich eine Wallbox nehmen mit 22 Kilowatt, die gibt dem dann diese 7,5 Kilowatt raus und alles ist gut. Es gibt Energieversorger, die das erlauben, es gibt welche, die es nicht erlauben. Da muss man einfach fragen. Wenn sie es nicht erlauben, gibt es etwas, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich wende mich jetzt mal hier ein bisschen ab und zeige euch zwei Sachen, die man kaufen und installieren kann. Das eine ist Phaser. Und zwar ist es ein Zusatzgerät zum bekannten Juice Booster. Vielleicht hat der ein oder andere den schon gekauft. Das ist ein Ladegerät, eine mobile Wallbox, mit der man alle möglichen Stecker, Adapter dabei hat und das Fahrzeug laden kann. Und in dem Juice Phaser steckt jetzt, das ist ein Zusatzgerät, da steckt jetzt ein Gerät drin, das heißt, technisch gesehen meine ich, ist es ein Spartrauf, ein sogenannter. Der macht aus den drei Phasen eine Einphase, die ein Stück weit länger laden kann. Wie ihr hier seht, einphasige Elektroautos fast doppelt so schnell laden, statt bisher 3,7 Kilowatt kann mit dem Juice Phaser 5,8 Kilowatt geladen werden, bei nur 16 Ampere Netzbelastung. Der macht einfach aus zwei Phasen. Eine Phase durch einen Schaltungstrick, den muss man installieren, der wird nicht wenig Geld kosten. Aber das ist ein richtig sauberes, ordentliches Gerät. Und wenn dir das wichtig ist und du sonst dein Auto behalten willst, ist das vielleicht eine Lösung. Ich weiß, dass dieser Juice Booster schon mal um ein Tausender kostet, der Phaser wird nochmal so viel kosten. Also du wirst grob 2000 Öcken für deine Ladelösung ausgeben. Wahrscheinlich. Nagelt es mir nicht auf die Preise fest. Guckt selber in meinen choiceworld.com. Ich mache hier keine bezahlte Werbung. Ich sage euch bloß, was ich gefunden habe. Aber das ist eine Lösung. Und die zweite Lösung, die ist noch schwieriger zu finden, aber die gibt es auch und die ist preiswerter. Und zwar müsst ihr nach einer Wallbox für iPace Kona Ioniq Leaf suchen. Das ist ein Gerät eher von Bastelqualität hier. Das findet man bei eBay so zwischen 1000 und 1400 Euro, die Preise schwanken auch ein bisschen her, da ist im Endeffekt dasselbe drin wie ein Juice Booster plus Juice Phaser. Auch das ist ein Gerät, wenn ich hier drauf gehe, da ist halt jetzt in dem Fall das Ladekabel schon dran, du steckst es auch an die normale 16 Ampere Dose und auch der bastelt aus den drei Phasen, also beziehungsweise aus zwei von diesen Phasen, eine Phase,
die dem Burschen bis zu 7,4 Kilowatt Schieflast konform gönnen. Also nicht verzagen, Brucker-Wattstunde fragen, es gibt Lösungen hierfür. Das ist vielleicht für den einen oder anderen empfehlenswert, auch wenn es schwer zu finden ist. Ja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass ich euch diesen Link da unten rein poste, weil der Name ein bisschen schwierig zu finden ist. Wichtig ist, sucht es nach iPace, Kona Ionic Leaf oder einzeln oder Wallbox für Jaguar und nach den Worten schieflastkonform. Damit werdet ihr das Ding finden, wenn ihr euch sowas installieren wollt. Und wenn das jemand hat und dieses Video sieht, dann mag er mir gerne mal einen Kommentar schreiben. Das interessiert mich nämlich sehr, wie das funktioniert. Vielleicht kriegt das meine Frau irgendwann nochmal für ihren Ionic dazu geschenkt. Gell? Das war's von meiner Seite. Fahrt's elektrisch und seid's gut drauf. Servus.